Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Wir sitzen hier und sind alle ganz gespannt. Sie sitzen nämlich mit uns zusammen hier in der 5 Euro Überraschungsshow. Eine halbe Stunde lang kostet jedes Produkt nur 5 Euro. Das ist Ihre Gelegenheit, mal richtig abzusahnen hier bei unseren Produkten, die sonst viel mehr Geld kosten. Also, wir legen sofort los und rufen Diana rein. Sie dürfen jedes Produkt bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Wir wissen nicht, was kommt. Sie wissen nicht, was kommt. Die Einzige, die weiß, was kommt, ist Diana. Die rufen wir jetzt mit dem Buzzer. Sollen wir jetzt mal rufen? Ja, so, jetzt. Jetzt rufen wir sie mal. Oh, Diana und Moni. Wow. Oh, danke schön. Gleich zu zweit hier. Danke schön. Das goldene Ticket so. Hier. Oh, das kommt ja genau richtig. Oh, jetzt, großartig. Wo die Temperaturen steigen. Wir haben gerade schon festgestellt, brauchen wir ein kleines, schönes Lüftchen. Dass es in der Sonne ganz schön warm wird, oder? Mhm. Ja? Super genial. Absolut. Das ist ein batteriebetriebener Mini-Hand- und Taschenventilator im Blau. Und das Ganze ist tatsächlich sogar ein Dreier-Set. Man glaubt es kaum für den Preis. Doch, alle drei Stück bekommen Sie tatsächlich für die 5 Euro. Das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt passend, wo die Temperaturen steigen, ist das natürlich ideal. Ne? Es ist absolut perfekt hier, weil die klein und handlich sind und... Muss mal eins zeigen jetzt hier an dieser Stelle. Natürlich ist man relativ nah vorm Gesicht. Mhm. Ja, und da ist es mal eins wichtig. Achtung bitte. Oh. Gesehen? Ja? Nochmal? Nein. So. Ich kann das Ganze auf die Spitze treiben. Achtung. Und das meine ich wörtlich. Achtung, Achtung. Spitze treiben. Du hast trotzdem die Augen gekniffen. Du bist ein Feigling. Okay. Also. Nase ist noch dran, Klaas. Ich bin noch dran. Ja. Ja. Hat ein bisschen gekitzelt, aber wehgetan hat es nicht. Und wenn, würde ich es jetzt nicht zugeben. Ja? Aber nein, man kann sich einfach nicht verletzen. Es ist eine wunderschöne, kleine, handliche Geschichte, batteriebetrieben. Und für den Fall der Fälle, ja, auch mal so in der Bahn, im Bus, morgens zur Arbeit, oh, ja, wenn es da so auf die 50-Grad-Marke angeht, so Vulkantemperaturen. Ja, und man ist eine halbe Stunde unterwegs, hat man den mal eben schnell zur Hand. Finde ich sensationell. Kleiner handlicher Taschenventilator. Auch schön manchmal, wenn man so draußen im Biergarten sitzt oder draußen im Restaurant und dann ist es sehr, sehr warm, bevor das Essen kommt und einem läuft so die kleinen Schweißperlen, laufen so von der Stirn. Dann hat man den mal eben so in einer kleinen Handtasche drin, holt ihn eben raus und kann sich mal eben so schnell die frische Brise holen, ein bisschen abkühlen. Tut unglaublich gut und sollte man sich anschaffen, denn die Temperaturen werden gefühlt immer heißer. Ne? Und bei Pearl.de sehen Sie das Ganze nochmal. Da kostet nur einer 5 Euro. Aber hier bei uns kriegen Sie tatsächlich 3 Stück auf einmal. Also das ist natürlich... Also 3 Stück für 5 Euro. Ist 2 geschenkt quasi. Ja. Ich will Ihnen mal was verraten. Wir haben heute sehr schönes Wetter hier und haben draußen gerade Mittagessen gehabt. Da sind 2 von 7 Leuten sind reingegangen, weil es ihnen zu heiß war und zu sonnig. Ne? Du warst auch einer davon. Ja, also wenn die Sonne rauskam, ich so... Boah. Ja. Da ist man sofort matt. Da haben Sie hier mal eben so einen kleinen Ventilator zur Hand und mal eben kurz... Oh. Ja. Eben dünn drüber. Das ist großartig. Auch mal für einen Urlaub, für einen Strand oder was, wenn man also auch im Urlaubsort denkt. Oh. Der ist übrigens auch geeignet zum Hinstellen. Also du kannst ihn auch auf den Tisch oder in die passende Höhe, wenn man irgendwie so einen Hocker oder dergleichen hat, dann kann man sich nebensetzen und sich so von der Seite schön ein bisschen den Wind um die Ohren pusten lassen. Die können sich gegenseitig umpusten. Ja. Mhm. Wir haben noch einen Kundenbeitrag. Der Rudolf aus Wien schreibt, praktischer, kleiner und günstiger Ventilator für unterwegs. Da hast du natürlich vollkommen recht. Sie können das Dreier-Set bestellen mit der NX9937, der 569. Und ich betone nochmal, Sie kriegen jetzt 3. Ansonsten kriegen Sie nur einen im Internet. Das heißt 2 geschenkt. Jetzt innerhalb der nächsten 2 Stunden. Wenn Sie jetzt nicht zuschlagen, dann weiß ich nicht wann. Ja, also ein sehr cooles Angebot, finde ich. Und vor allem bitte jetzt rechtzeitig zugreifen, bevor dann irgendwann in 3-4 Wochen der Hochsommer anfängt, die Temperaturen klettern und dann stehst du nämlich da und kriegst du was nicht mehr. Ja. Dankeschön. So. Vielen Dank, Diana. So. Vielen Dank. Oh, das ist natürlich Madame. Praktisch. So. Ein Kopfhörer, das ist großartig. Ja. Das ist der magnetische, ne? Das ist der, den man sich so schön umhängen kann, der auch da bleibt, wohin gehört. Hm. Zum einen ein sensationeller Klang. Und zum anderen ist er wirklich ganz fantastisch, wenn man den zwischendurch mal ausziehen möchte. Denn den kann man sich umhängen, diese kabellosen Headsets. Die muss man immer irgendwie in die Tasche stecken. Wenn du jetzt keine Tasche dabei hast, hast du tatsächlich ein kleines Problem. Den nimmst du ganz einfach runter und klippst den vorne zusammen mit einem kleinen Magneten. Großartig. Und hast du schon gesagt, dass ich damit nicht nur Musik hören kann, sondern auch
telefonieren kann. Ist da ein Mikrofon drin? Ja, cool. Aber Hammer, ne? Gespräche kannst du dann auch ganz einfach am Headset selbst annehmen. Da haben wir ja entsprechende Knöpfe dazu, direkt an diesem kleinen Kabel hier verbaut. Und dann können Sie so auch Gespräche annehmen. Das finde ich auch so super. Das Handy nicht mehr rausholen müssen, wenn ich telefonieren will. Sondern die Kopfhörer hier gleich nutzen, wenn ich sowieso Musik höre. Und dann kann ich da auch Gespräche annehmen. Und das finde ich ja so Wahnsinn. Wir haben hier Kopfhörer, nicht nur Kopfhörer, sondern auch ein Headset zum Telefonieren für 5 Euro. Das ist ein Hammer, oder? Das ist der Hammer, ne? Und ich finde das so praktisch. Hier, ich habe ihn jetzt ins Ohr getan. Ja. Das passt super übrigens rein. Ist richtig gute Qualität aus Metall. Und wenn ich damit durch bin, muss ich sie nicht in die Tasche stecken und verliere die dann oder einen von beiden. Mhm. Klack, sehen Sie das? Sind hier jetzt zusammen mit Magnet einfach. Ja, man kennt es ja sonst. Man muss sie tatsächlich, wenn man dann einen Termin hat oder man geht in ein Geschäft rein, dann muss man sie aus den Ohren nehmen. Man hat dann diese Kabel, man steckt es wieder in die Handtasche. Mhm. Somit, durch diesen Magnet ist das ja wie so eine Kette, die man sich dann tatsächlich um den Hals hängen kann. Also einfach abmachen. Zusammen magnetisch verbinden, in ein Geschäft gehen, zum Bummeln, zum Einkaufen etc. pp. Und auf dem Rückweg sie ganz einfach wieder ins Ohr stecken und weiter Musik hören. Also besser ja, weißt du was, Cindy? Man hat, es gibt ja auch diese Knöpfe, die man einfach nur so ins Ohr steckt. Die, da verliert man schon mal den einen. Dann muss man sich wieder neue kaufen. Hier sind die eben mit dem Kabel verbunden. Man hat also mal beide zusammen. Und wie gesagt, man hat die immer hier um den Hals hängen, ganz dezent. Und sind super hier vom Klang her. Und es ist ein Freisprechkopfhörer. Das heißt, Sie kriegen hier einen Bluetooth-Freisprechkopfhörer für 5 Euro in der Qualität. So praktisch mit diesen Magneten davor. Ist ein Hammerpreis, ehrlich. Ja, total. So Bluetooth-Kopfhörer gehen normalerweise, also die bei 30 Euro oder so los. Ne? Das ist die UVP hier von diesem Kopfhörer. Ja. Finde ich irre. Für 5 Euro, das ist kein Preisalarm. Das dürfen Sie also 5-mal bestellen. Und kennt ihr diesen Kabelsalat immer bei den üblichen Kopfhörern? Es ist faszinierend. Wenn du die so zusammenknüllst, dann in die Tasche steckst, dann nimmst du die wieder raus, dann bist du erstmal Ewigkeiten beschäftigt, das auseinanderzufummeln. Hier haben sie es halt natürlich immer über den Hals gelegt und wie als Kette sozusagen immer dabei und immer griffbereit. Ein Freund von mir läuft nur damit rum, die ganze Zeit. Du siehst den gar nicht ohne. Ja. Ich sage Ihnen die Bestellnummer, das ist die ZX1770 und die 569 für dieses In-Ear-Stereo-Headset für nur 5 Euro. 5 Euro. Nicht nur Musik hören können Sie damit, sondern auch ganz einfach telefonieren. Die entsprechenden Tasten haben Sie am Kabel direkt, da können Sie laut, leiser stellen, vor- und zurückspulen und Gespräche ein- und ausschalten. Also genial für 5 Euro, unvorstellbar. Aber das haben wir ja öfters hier in der 5-Euro-Show. Ne? Es ist einfach Wahnsinn, wie günstig Sie hier die Produkte ergattern können. Tolle Produkte. Das hier, dieser Kopf, also es ist wirklich ein In-Ear-Headset, womit man eben auch noch freisprechen kann. Für 5 Euro mit dieser Funktionalität und Qualität ist unglaublich hier. Also ich weiß nicht, wie wir das machen. Keine Ahnung, aber Sie profitieren davon, weil Sie in der 5-Euro-Show sitzen und das Produkt für die nächsten 2 Stunden nur 5 Euro kostet. Oh, danke. Guten Abend. Hallo, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist jetzt was für uns. So. Das ist eine... Das ist eine Lebendfalle, oder? Ja, ganz genau. Heißt die so? Ja, da tust du ein bisschen Zuckerwasser rein, sagte meine Oma immer früher, oder Sirup oder irgendwas Süßes. Dann fliegen Wespen, alle diese Sachen, die gerne essen, fliegen da rein. Die kann man auch im Baum hängen. Und dann sind die nämlich nicht bei Ihnen am Frühstückstisch, sondern hier drin gefangen. Und dann können Sie die irgendwann später wieder rauslassen, wenn sie nicht mehr stören. Das heißt, Sie haben Frieden. Und das ist das Tolle hier dran. Das ist ein ganz natürliches, ohne Chemie, eine ganz natürliche, ohne Chemie Fliegenfalle. Ja. Und Mückenfalle und Wespenfalle und vor allem. Und schau mal, Ingo, jetzt im Einspieler. Das hat doch was von so einer kleinen Laternenoptik. Also habe ich noch nie so gesehen, dass sie so schön auch aussehen können. Ne? Gelb ist übrigens eine Farbe, die zusätzlich noch mal anziehend auf diese Tierchen wirkt. Das heißt also quasi der Duft oder der Geruch von diesem Zuckerwasser oder ein bisschen Sirup oder was funktioniert. Also alles, was irgendwie so ein bisschen süßlich ist, das lockt die Tiere an und natürlich auch diese gelbe Farbe. Ja, und dann fliegen sie da rein, können nicht mehr zurück, ja, und sie haben Ruhe am Esstisch. Ich glaube, wir kennen das alle. Wenn du mal endlich dann wieder draußen frühstücken möchtest, sitzt du dann da und da kommt die erste Biene, die zweite Biene oder später dann auch dann irgendwann
ab Sommer dann auch wieder die Wespen und so weiter, die ja noch so ein bisschen aggressiver sind. Wir haben jetzt sind. Schon Wespen. Ich hatte heute Morgen bei mir auf dem Balkon hatte ich 2 Wespen. Überleg mal. Ja. Jetzt willst du doch schön entspannt in dein Frühstücksbrötchen beißen. Da hast du ja 3-4 Wespen um dich. Ja, du musst ja immer aufpassen, dass du nicht mit reinbeißt. Man will den Tieren ja nichts, aber man möchte ja nicht unbedingt um den Kopf rumhaben, wenn du gerade am Essen bist. Ja? Und also beschäftigen wir die Tiere anders, während wir frühstücken und lassen sie danach wieder frei hier. Das ist eine Lebendfalle für diese Wespen, Bienen, Fliegen. Ganz, ganz toll hier. Sehr einfaches System auch. Völlig ohne Chemie. Ich finde das klasse. Und da sind die gefangen und können nicht mehr raus. Ja, es ist doch so schön, dass man den Tieren nichts antun muss und sie dann trotzdem aus dem Weg schafft und wieder dorthin freilässt, wo sie tatsächlich auch hingehören. Ne? So machen sie dem Tierchen, fügen sie ihm keinen Schaden zu und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Regelung. Ne? Ja. Also ganz einfach zum Selbstbefüllen. Wie gesagt, suchen Sie hier irgendwas raus, ein bisschen Sirup oder Zuckerwasser oder irgendwas in dieser Richtung. Da sind Sie also völlig frei in Ihrer Entscheidung. Sie lieben Erdbeermarmelade. Erdbeermarmelade? Ja, also spezieller Tipp von Ingo, Erdbeermarmelade und dann sind Sie das Ganze ganz einfach mal los. Hinstellen oder aufhängen, vielleicht in einer sicheren Entfernung, ein paar Meter vom Tisch weg. Und dann sind Sie die lästigen Plagegeister los, können entspannt frühstücken, zu Mittag oder zu Abend essen und die Tierchen anschließend wieder freilassen. Das Zweier-Set übrigens hier. Wow. Ein Zweier-Set? Ja, das sind 2 Stück. Mit der NX 3734, der 569. Giftfrei und gut aussehend. Ja, giftfrei. Beides Argumente, die dafür sprechen. So wie du, Carsten. wir machen weiter. Okay. Oh, wir haben einen Preisalarm. Und ich darf ihn auspacken. Ein Preisalarm ist ein Artikel, den Sie nur einmal bestellen dürfen pro Besteller, weil das so sensationell ist, dass wir den hier in der 5-Euro-Show haben. Wow. Scharfe Sachen bei Pearl TV und zwar richtig scharfe Sachen. Und wenn ich das richtig sehe, ist das ein Keramikmesser? Kann das sein? Das ist ein Keramikkochmesser mit 15,5 cm Klinge. In Schwarz. Guck mal hier, oder in Anthrazit. Das ist aber ein richtig schickes Teil. Das sieht also wirklich... Hochleistungskeramik, die ursprünglich aus der Weltraumforschung stammende Zirconia-Keramik, ist besonders hart und glatt. Das ist natürlich super. Sieht schick aus. Aus dem Weltraum kommen die? Die kommen aus dem Weltraum. Weltraum getestet hier. Haben die aber ganz schön weiten Weg hinter sich. Ja? Wow. Wahnsinn. Oh. Mach nochmal. Oh. Haben Sie das gesehen? Jetzt Achtung. Ich habe gleich die Bestellnummer weg. Oh. Ich leg's mal lieber wieder weg. Ich mach's noch einmal in Nahaufnahme. Ich habe gerade gesehen, die Regie hatte mich in Nahaufnahme. Achtung. Es ist wirklich der Hammer, wie scharf diese Messer sind. Es ist wirklich der Hammer. Also, und ich mag gerade Keramikmesser bestechen ja dadurch, dass sie eben sehr, sehr lange scharf bleiben. Übrigens haben wir auch Keramikschleifer im Programm, falls es dann irgendwann mal so sein sollte, dass sie mal ihre Schärfe verlieren. Aber das ist wirklich mal fantastisch. Und ich kenne Keramikmesser in weiß. Mhm. Weiße Keramikmesser, also die Klinge weiß mit einem schwarzen Griff. Stürzte mein optisches Gesamtempfinden, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber ein schwarzer Griff mit einer anthrazitfarbenen Schneide, das ist definitiv etwas anderes. Habe ich selten mal gesehen, so ein schönes Messer im Allgemeinen. Und dann noch so ein tolles Keramikmesser. Ja, vor allem so ein scharfes Messer braucht man einfach in der Küche. Ja. Ne? Ja. Ich habe letztes Wochenende Gulasch gemacht. Maren liebt Gulasch, meine Frau. Und da habe ich mir auch so ein schönes Stück Fleisch gekauft und das ist dann eben klein geschnitten. Da muss man ein gutes Messer haben. Sonst ärgert man sich dumm und dusselig. Und dann, wenn das Fleisch dann so zerfranst ist, ist das auch nicht schön. Nee. Hiermit kann man mit so einem schönen scharfen Messer kann man ganz glatte Schnitte machen. Also ist essentiell. Aber das sieht super in der Hand. Das gefällt mir richtig gut hier. Schau das ist an. Wirklich so hochwertig und edel. Man würde wirklich denken, das würde weit über 20, 30 Euro kosten. Man kann es gar nicht glauben, dass wir das für 5 Euro hier wirklich anbieten. Schauen Sie sich doch dieses wunderschöne Messer mal an. Das passt zu jeder Küche, zu jeder Einrichtung. Es ist wirklich auch hier so schön beschichtet. Ne? Wir haben der Griff, der ist auch wirklich, fühlt sich wirklich rutschfest an. Es liegt richtig gut in der Hand tatsächlich. Also ein ganz wunderbares Messer. Ne? Ich lese hier gerade noch und das ist wirklich ein Punkt, den viele Leute auch vergessen. Keramik ist auch geschmacksneutral. Es gibt manche Messer, wenn man damit Sachen schneidet, dann schmeckt das Geschnittene metallisch. Habt ihr das schon mal erlebt? Gar nicht. Doch, ich hatte mal so ein billiges Messer und dann dachte ich, was ist das für ein komischer Geschmack? Das ist der Metall. Wenn das nicht richtig veredelt ist, das Metall, dann nimmt das Schneidgut, nimmt das den Geschmack vom Messer an. Ja, es ist echt widerlich. Willst du ja auch nicht haben, oder? Nee, und hier haben wir jetzt unseren Preisalarm. Dieses wunderschöne Messer hat die Bestellnummer NC 2889569. Schauen Sie mal, wie schön das ist. Ich finde, Kochen Chilis, macht auch nur dann Spaß, wenn du wirklich gutes Equipment und scharfe Messer das hast. Ist das es gibt A und O nichts in der Küche. Schlimmeres als so ein stumpfes Messer. Und
das, ich mag mir die Zeit oft nicht nehmen, das selber zu schleifen oder zu einem Schleifer vielleicht sogar zu bringen, was auch noch Geld kostet. Aber hier haben Sie lange was von. Ja, richtig lange. Das ist eben ein Keramikmesser aus der Weltraumforschung. Aus der Weltraumforschung kommen viele gute Sachen. Mikrowellen kommen auch aus der Weltraumforschung. Ganz mal sehen, wo wir unsere Artikel herbekommen. Da bekommen wir unsere Artikel. Galaktische Angebote bei Pöl TV. Übrigens jeden Freitag um 19 Uhr die Countdown-Show. Das machst du wieder Werbung hier. In eigener Sache. Unser Space Captain vom Dienst hat Ihnen einen Programmtipp gegeben. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Damit ich meine Überraschung Rebecca, bekomme. Rebecca, wo ist denn nur? Wo ist denn Cinderella. Ja. Cinderella-Schuh. Ja, den musst du mir jetzt aber schon auch anziehen, bitte. Ist da Sekt drin? Dankeschön. Oh, er passt. Er passt. Oh. Jetzt müsst ihr heiraten. Fehlt nur der Prinz, ne? Aber der ist eigentlich. Schauen wir mal. Ist das was? Oh. Ist das ein Kartenetui? Ja, ist ein eine Kreditkartenbox. Oh, guck mal hier. Oh, die ist aber schön. Aber die ist auch aus Edelstahl. Das ist natürlich hoch. Mit RFID-Schutz, ne? Mhm. Richtig. Dieses RFID ist, so die Chipkarten, die senden ja ein Signal aus, ständig. Sie kennen das vom Supermarkt, die halten Sie einfach nur an die Kasse und schon werden Ihnen die 25,90 €, was Sie gerade eingekauft haben, abgebucht, ohne dass Sie eine PIN eingeben müssen. Das gleiche Gerät können böse Leute an Ihrem Portemonnaie vorbeiführen und da auch Geld abziehen oder wichtige Daten. Dagegen schützt dieses wirklich tolle Etui. Es ist sehr, sehr edel gemacht hier aus Edelstahl. Schützt natürlich auch die Karten. Kassen, wir Männer. Also cool. Wir Männer haben ja immer die Kreditkarten und alles hinten in der Gesäßtasche im Portemonnaie. Ja, ja. Da leben die nicht lange. Nee, immer krumm gesessen oder abgebrochen. Vor allem jetzt kommt ja auch die Zeit, wo man in den Urlaub fliegt. Da ist man viel am Bahnhof, fährt mit dem Zug oder fliegt mit dem Flugzeug. Und da ist das natürlich sehr gefährlich, dann seine Karten zu verlieren. Es passen tatsächlich bis zu 6 Karten rein. Und wenn Sie mal so überlegen, wir haben die Bankkarte, wir haben die Sparkassenkarte, die Gesundheitskarte, den Personalausweis. Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Vorschein. Den Führerschein, richtig, auch noch im Kartenformat. Und dann hört es auch schon tatsächlich langsam auf. Vielleicht haben Sie noch eine Extrakarte, da haben Sie 6. Und die passen genau rein, also ideal. Ja, und das sieht richtig klasse aus. Schau mal hier, dieses Edelstahl, wunderschön gemacht, mit dem Aufdruck vorne drauf. Und wenn du eben was brauchst, zack, wie so ein kleines Köfferchen so ein bisschen. Ja, genau. Nimmst du dir die Karten ganz einfach raus. Das heißt, man hat ein schönes Plätzchen für seine Karten und gleichzeitig auch noch den Schutz vor irgendwelchen Datendieben, die dir hier unbemerkt das Geld quasi von deinem Konto abbuchen. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein Thema. Ja. Das wissen die Banken auch. Du kriegst ja mitunter von den Banken auch diese Schutzdinger da. Nur die sind meistens sehr, sehr dick und sperrig und nicht unbedingt immer schön, nur für eine Karte. Den Banken zu nahe treten zu wollen. Also ich glaube, hier ist so ein Köfferchen quasi für bis zu 6 Karten schon eine ganz tolle Angelegenheit. Absolut. Wir haben auch noch einen Kundenbeitrag. Unser lieber Norbert K., der schreibt, die Karten sind sehr schnell zur Hand, kein lästiges Suchen mehr. Kurz und knapp, aber ich bin da gut getroffen. Sie bestellen mit der NX9984 und der 569 am Ende. Somit haben alle Karten Platz und Sie können sich sicher fühlen. Ja, so macht das Sinn. So kannst du auch mal entspannt dann in den Urlaub fahren, ohne dass du jedes Mal Angst haben musst. Ich fühle mich nie wirklich wohl bei so großen Menschenmengen und so. Nee, ich auch nicht. Bei so Sehenswürdigkeiten. Das geht ja hier schon mit Kirmes und Sommerfesten los. Ja. Wo jetzt ganz viel. Ja, man weiß nie, ob da nicht mal irgendein krummer Vogel dazwischen steht. Wir kriegen schon das nächste Produkt. Danke, Moni. So. Das ist schwer. Oh. Also ich sehe einen Begriff und kann mir darunter nichts vorstellen. Jetzt bin ich gespannt, was du uns zeigst. Aber du kannst dir anscheinend auch nichts darunter vorstellen. Das ist ein Briefumschlag. Es ist ein Studio-Lichtzelt mit 20 LEDs. Ich glaube, wir müssen das mal zusammenbasteln. Wir schauen uns gleich mal genauer an. Das ist so ein Hintergrund, den du dir aufbauen kannst, wenn du mal Objekte fotografieren willst. Ah, magnetisch. Ne? So, passen Sie auf. Zum Beispiel, wenn man mal auf einer Auktionsplattform was verkaufen will, da will man das natürlich auch möglichst verkaufsfördernd fotografieren. Ja. Wir bauen das hier gerade zusammen, wenn Sie den Zuspieler sehen. Oder wenn Sie einfach mal einen Apfel fotografieren wollen, wie hier im Zuspieler. Ich will ständig einen Apfel fotografieren. Egal was, aber damit können Sie perfekte Bilder und Aufnahmen machen. Hat es jemand zusammen
Es ist ja auch so, dass sehr viele hobbymäßig Dinge produzieren und verkaufen oder gebrauchte Gegenstände verkaufen. Und ich weiß, dass selbst für mich als Laienhändler bei diversen Plattformen, dass es schon darauf ankommt, auch die Dinge ins rechtere Licht zu rücken. Ne? Also wenn du was verkaufen willst, Secondhand, dann will man das ja auch schön präsentieren. Also für alle Verkäufer finde ich das, Hobbyverkäufer finde ich das auch hier sehr, sehr gut. Oder es ist einfach zusammenzubauen, oder? Ja, es ging rucki-zucki. Wir haben hier so magnetische Verschlüsse. Ne? Das sehen Sie jetzt mal. Wir machen es hier mal einmal auseinander. Und das hält dann automatisch. Ne? Die ziehen sich ja gegenseitig an. Das ist ja logisch. Einfach auseinanderfalten. Jetzt bin ich nur nicht sicher. Ist das ein Kratzschutz für unten oder ist das für innen drin? Das ist der Hintergrund. Ja, ja, kann es dann auch schon ein neutraler Hintergrund wird. Jetzt weiß ich, wo dein Problem ist, Ingo. Du weißt nicht, wo man das andockt. Ne? Wo dockt man? Meinst du mal so. Also man kann auswählen, möchte ich einen schwarzen Hintergrund haben oder möchte ich einen weißen Hintergrund haben. Das können Sie hier selber entscheiden und den Hintergrund entsprechend dann immer austauschen. Ja. Und auch super ist natürlich, Sie verhindern, dass Sie Schatten werfen irgendwie. Ne? Es ist manchmal so schwierig, das richtige Licht überhaupt erst zu finden. Hier wissen Sie, Sie haben immer das richtige Licht. Ja, so. Pass auf. Schauen Sie mal, ich drehe es mal in die Kamera rein. Ach, das schön. Sieht doch gleich super aus. Hier vorne, hier oben ist nämlich eine LED-Leiste, die das dann auch noch optimal ausleuchtet. Und das sieht doch viel besser aus, wenn man das so fotografiert oder filmt, als wenn sie es irgendwo auf den Tisch legen. Man sieht so viel schlechte Fotos auf diesen Internetplattformen, wo Leute versuchen, Sachen zu verkaufen oder auszustellen. Mit sowas ist das natürlich, macht das einen ganz anderen Eindruck hier. Also eine gute Präsentation, gerade bei Fotos, ist das A und O. Ja, ja. Ich sag mal, das sieht man immer wieder, auch bei den Tipps, wenn man mal so bei den Auktionshäusern schaut oder grundsätzlich also auch mal so in die klassischen Verkäufertipps reinschaut. Logischerweise ist eine gute Präsentation so das erste Erscheinungsbild, um einen Kunden quasi aufmerksam zu machen auf einen Artikel. Und ich denke, mit so etwas fällt das doch deutlich leichter als mit irgendwelchen anderen Geschichten, die man zu Hause auf dem Küchentisch oder irgendwo von einem ausgeklappten Wäscheständer oder sowas fotografiert. Ich denke jetzt auch an ein bekanntes Verkaufsportal, was ich jetzt nicht namentlich benennen möchte. Aber dort kann man natürlich schöne Sachen verkaufen und dann noch eine kleine Mark dafür bekommen. Und da ist das natürlich optimal, um dann die passenden Bilder dafür zu schießen. Sehe ich ganz genauso. Und Mark K. aus Stockelsdorf sieht das auch so. Er hat uns geschrieben, und zwar für das schnelle Foto auf neutral im Hintergrund einwandfrei und unschlagbar zu bedienen. Die Ergebnisse sind perfekt. Und das können Sie auch erzielen zu Hause mit der Bestellnummer PX2322 und der 569. Ja. Da wird doch jeder zum kleinen Hobby-Profi-Fotografen, oder? Ich meine, Profi-Fotografen machen es ja genauso. Und das kriegen Sie hier für 5 Euro. Mhm. Wahnsinn. Und dürfen es bis zu 5 Euro. Das geht auch zur Nachhaltigkeit. Ne? Das heißt, Sachen wirklich, die man schon benutzt hat, nochmal wieder verkaufen. Ne? So. Ja, das ist normalerweise. Also das habe ich auch noch nie gesehen, so ein kleines Fotostudio. Vielen Dank. Nee. Vielen Dank, ich auch Diana. Richtig super. Für 5 Euro muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen. Oh, ne? So, jetzt. So das ist die Tür. Ja, eine Wandhalterleiste. Ja. Für den Besen, für den Wischmopp, für Gartengeräte oder ähnliches. Alles das, behaupte ich mal, was einen Stil hat. Möchte man natürlich, ist aber zum einen Platz sparen und vor allen Dingen aufgeräumt irgendwo hinpacken. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du so 2, 3 Geschichten wie diese hier, Besen, Wischmopp und so weiter mit so einem langen Stiel, ins Kabuff stellst. Und jedes Mal, wenn du die Tür aufmachst, kommen dir die blöden Besenstiele entgegen. Ich kann dir ein Lied davon singen. Wir haben so eine Schale, so eine große, da steht unser Rechen, unser Besen, unser Kehrer, steht da alles drin. Wenn dann irgendwo ein Spaten ist, da auch noch drin. Und wenn du das rausholst, dann fällt immer alles zusammen und furchtbar. Ja. Wenn du dir da jetzt, da kannst du ja so Bänder ranmachen und mit Haken an die Wand, das ist auch unübersichtlich, weil dann hast du Handschuhe an und musst dann da erst noch fummeln, bis du das da raufgehängt hast. Hier können Sie die einfach von unten reinschieben und dann halten die ganz automatisch. Diese Schiene ist für 3 Geräte mit Stiel und Sie haben zusätzlich nochmal 1, 2, 3, 4 Haken nochmal dazu. Also da passt eine ganze Menge ran, ganz einfach an die Wand schrauben und schon ist Ordnung. Ich muss sie gar nicht mal schrauben. Bist du ein ordentlicher Mensch, Rebecca? Einfach nur Nägel reintun reicht aus, oder? Wenn ich mir das hier so angucke. Ich denke auch. Und dann
aufhängen. Bist du ein ordentlicher Mensch, Rebecca? Jein. Also ich liebe Ordnung, aber Ordnung halten fällt mir hier und da mal schwer. Deswegen finde ich es so super, wenn man so Gadgets hat, die das einem leichter machen. Ne? Also ich finde, da macht der Haushaltsputz schon gleich viel mehr Spaß, wenn ich so meine Haushaltsgeräte schön hier in Reihe und Glied aufgestellt habe. Ja, und also jeder hat ja solche, praktisch. Ne? Ja, und jeder hat ja auch diesen einen Ort, wo man diese Haushaltsgeräte aufhebt. Einen, ne, typischen Besenschrank. So einen Besenschrank, ja, genau. Oder den macht man auf und dann fällt einem alles entgegen. Oder im Keller oder im Gartenhäuschen, da finde ich das hier echt perfekt. Und ist auch sehr schick hier mit diesem Aluminium. Und es funktioniert. Es funktioniert einwandfrei, ganz einfach reinzusetzen und wieder rauszuholen. Liebe Grüße in die neue Wahlheimat nach Holzminden. Das schreibt uns nämlich die Holger. Einfache Montage und sehr nützlich. Alles hat seinen Platz zum ordentlichen Verstauen. Und der Wilhelm aus Schwarzenberg ergänzt noch: sehr gutes Produkt. Ja. So, also wirklich tolles Produkt. Bestellnummer hier ist die NX8989 und die 569. NX8989 und die 569. Kann man gerne bis zu 5-mal bestellen. Mitunter hat man vielleicht nicht nur 2 oder 3 verschiedene langstielige Elemente, sondern vielleicht auch mehrere. Vielleicht eins fürs Gartenhäuschen, eins für drinnen. Mhm. Also eine ganz interessante Variante, die wir Ihnen hier anbieten dürfen. Ja, also ich bräuchte 3 davon, weil ich so viele Schaufeln und Rechen und Besen und was weiß ich alles habe. Ja, genau. Wir machen weiter. Tolle Produkte aus allen Sparten. Ja, wieder, ne? Sehr cool. Sehr Elektronik cool. Fehlt, glaube ich, noch, oder? Ich fand dieses kleine Fotostudio klasse. Ja, fand ich auch klasse. Ach, Geschäft, vielen Dank. Vielen Dank, ja. Diana. Das ist aber schwer. Das ist schwer. Ein Fotostudio. Ja, mit Karte. Der eingepackte Turm ist lose, jetzt damit wird gespielt. Ganz schnell. So. Ah, okay, da müssen wir aufpassen, dass er uns jetzt nicht. Wir sind bereit zum Spielen. Ja, ein Geduldsspiel. Genau mein Ding. Carsten ist unser geduldigster. Komm, wir bauen auch ein. Ja. Nein, so. du kennst das Spiel nicht. Nee, lass dir ruhig mal zu da. Wir du haben musst hier sehen, dass du jetzt einen rausnimmst, ohne dass der Turm aus rund fällt und darfst nicht von oben nehmen. Okay, aber du hast den jetzt schon schief aufgestellt. Das ist jetzt hier schon schwieriger. Und wenn man einen angefasst hat, muss man den auch rausziehen. Ach, jetzt, ich weiß, ich kenn's wohl. Der ist schon mal riskant hier. Der ist sehr riskant. Oh, oh. Der fällt beim ersten. Ja. Das gibt eine Runde. Oha. Okay. Rebecca? Im Uhrzeigersinn, oder? Hier, nein, du bist dran. Nicht mal oben drauf? Ja, oben drauf. Du bist dran. So, Rebecca. Es geht immer so rum. Okay. Den du anfasst, musst du auch machen. Mist. Da habe ich mir jetzt was ausgesucht. Du kannst von hinten gegendrücken. Boah, Profi. Boah, ist das mies. Das ist echt. Ha. Der ist aber schräg. Darf man den jetzt wieder ein bisschen reinstecken? Nein. Das du darfst ihn jetzt rausziehen, wenn du willst. Schwierigkeit hierbei, ja. Nee. Aber den hast du mir angefasst. Den du angefasst hast, musst du auch nehmen. Den Turm darf man nicht festhalten. Du darfst echt? Ja, natürlich. Ja, gegendrücken, aber nicht den Turm festhalten. Ja, nein, den Turm von vorne und von hinten, aber... Ich krieg den gar nicht gedrückt. Du kannst hier den Finger gegendrücken. Das geht bei mir nicht. Ja, wir machen mal eine Ausnahme. Halt, ne? Den Turm festhalten. Sie will den Turm nicht zum Fallen bringen. Partout nicht. Guck mal hier. Oben drauflegen. Sehr gut. So, jetzt kommt der geduldige Carsten. Jetzt kommt der geduldige Carsten! Mensch, viel Glück, Junge! Moment, ich mache ja schon. Ups, Entschuldigung. Wow. Also ich fange bei sowas an. Lernen Sie, unter welchen Bedingungen ich hier arbeiten muss. Das wollen Sie nicht rausschneiden. Was ist denn hier? Rechts und links. Geht doch alles noch. Oh, Carsten, das wird ein richtiger Stress heute. Ich vermute, tatsächlich hat er es noch geschafft. Ich glaube, du wirst den Turm zum Fallen bringen. Nein. Verdient hättest du es. Ja, verdient hättest du es. Bitte nicht. Nein. Okay, ich suche mir jetzt was Schwieriges für euch aus. Die Nachfolgesendungen verschieben sich. Ach, das ist ja. Rebecca, das war easy. Was hast du denn hier veranstaltet? Ja, verschärfte Bedingungen. Wir wollen ja, dass er fällt. Den Turm dürfen Sie übrigens auch bis zu 5-mal bestellen. Hat jemand? So, Rebecca. Tada. Sandy lädt uns alle zum Abendessen ein. Jawohl. Okay. Sie übrigens auch. Das war die Wette. Aber schreiben Sie Ihren Menüwunsch an redaktion@voll.de. Super Spiel, macht Spaß. Ist auch so gesellig mit der ganzen Familie. NC 10 13 5 6 9 für unseren Wackelturm, das war sie schon. Viel Spaß mit unseren Produkten.